freier Eintritt bei der Altstadt. Dementsprechend ist eine Top-Kulisse von 6.570 Zuschauern mit dabei im Hans-Walter Wild beim letzten Vorrundenheimspiel gegen die Spielvereinigung Hankow. Beide Teams stehen sich übrigens zum allerersten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Favorisiert geht natürlich die Spielvereinigung Bayreuth rein, zumal der Tabellenzweite seit 9 Spielen ungeschlagen ist. Aber Vorsicht, der Aufsteiger aus Niederbayern in Schwarz zerstörte am Samstag mit dem 1:0 beim TSV Hauptstadt eine ähnlich lange Serie der Gastgeber. Wegen des großen Andrangs begann die Partie mit ein paar Minuten Verspätung, das störte die Gastgeber aber gar nicht. Turbostart der Oberfranken mit einer ersten dicken Gelegenheit für Felix Heim, nach 2 Minuten Sebastian Mayer aber schnell unten und pariert. Noch weiter, vorerst Einbahnstraßenfußball, Kapitän Edwin Schwarz. 6 Minuten später nach der Reingabe von Errol Zainulahu mit der nächsten Großchance. Tobias Lärmer fälscht noch entscheidend ab. Dann jedoch ein früher Schock für die Gäste, eben jener Lärmer. Damit ihr bester Torjäger musste mit Verdacht auf Jochbeinbruch raus. Gute Besserung auch von dieser Stelle aus. Spielertrainer Tobias Beck kam für ihn. In der 20. Minute dann erneut die Altstadt mit einem weiten Ball auf Jonas Kehl, der das Leder schön mitnimmt, aber letztlich nur das Außennetz trifft. Alles in allem verebbte nun jedoch die erste Druckwelle der Hausern und Hankhofen wurde mutiger. Kapitän Daniel Hofer verfehlt hier nach 29 Minuten die Kiste, aber doch recht deutlich. Kurz darauf die Dorfbuben erneut im Bayreuther 16er zu finden, Samuel Pexter mit dem zweiten niederbayerischen Ausrufezeichen. Das Match nun wesentlich ausgeglichener. In der 40. Minute nochmals eine heimische Offensivszene. Yannick Graf findet darin Mayer seinen Meister. Letzte Szene dann in der wegen der Lärmerverletzung langen Nachspielzeit. Schwarz köpft den Zainulahu-Freistoß rein. Zur Pausenführung psychologisch gesehen natürlich ein optimaler Zeitpunkt für die Spielvereinigung Bayreuth. Rückgang 2 begann, wie der erste geendet hatte, mit einem Zainulahu-Freistoß auf Schwarz. Diesmal jedoch direkt in die Arme von Mayer. Auf der anderen Seite sorgt ein Freistoß von Pex für etwas Trubel vor Lukas Zahaczewski. Überhaupt, die Altstadt sehr verhalten in diesem zweiten Abschnitt, Hankhofen bemüht, aber offensiv zu harmlos, das Match mittlerweile kein Gassenhauer mehr. Und so dauert es bis zur 75. Minute, ehe die Gastgeber mal wieder gefährlich vor Mayer auftauchten, aber weder Jan George noch Graf im Nachfassen bringen die Kugel am Hankhofener Keeper vorbei. Bayreuth aber allgemein in der Schlussviertelstunde wieder aktiver und nach 84 Minuten mit der Chance zur Entscheidung der eingewechselte Patrick Schäder setzt einen Abpraller jedoch hauchzart vorbei. Wenig später hatte dann der ebenfalls eingewechselte Marco Stefandl das zweite auf dem Fuß, Mayer allerdings weiter glänzend. So blieb die Tür grundsätzlich offen und in der 90. Minute sind die Gäste nochmal vorne, Zahaczewski rettet aber gegen Joker Michael Lummer. Dies aber dann das letzte Aufbäumen am Ende, reichte der Altstadt das goldene Tor von Schwarz zum Sieg. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon hier stehe und sage, wir müssen halt die Chancen machen. Machen es halt nicht und dass es dann ein Gegner ist, der natürlich dann auch gut wegverteidigt, ist es halt ein Geduldsspiel. Ja, und machen dann mit einem Standard, mit so einem klassischen Dosenöffner das 1-0. Finde ich auch dann völlig verdient aufgrund der ersten Halbzeit. Und kommen dann raus und dann hat man, finde ich, so ein bisschen die Nachwirkungen vom Burghausen-Spiel noch gesehen, was sehr intensiv war. Haben nicht mal die Ballsicherheit gehabt, haben nicht mal ganz die Wege gemacht, die wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Ja, ich denke, zwei grundverschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, vor allem die ersten 15, 20 Minuten riesen Respekt vor der Kulisse gehabt. Waren ängstlich gegen den Ball, aber mit Ball. Zweite Halbzeit muss ich meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Ich glaube, dass man in der zweiten Halbzeit nicht gesehen hat, wer hier an der Tabellenspitze steht und wer im Tabellenkeller steht. Wir haben Bayreuth richtig hoch unter Druck gesetzt, sind immer wieder von hinten gut rausgekommen durch schnelle Kombinationen. Das Einzige, was uns halt gefehlt hat, war die Cleverness vom Tor. Zweites 1:0 in Folge also für die Altstadt, nachdem am Freitag ebenfalls ein Tor zum Sieg gegen Burghausen gereicht hat. Die Spielvereinigung Bayreuth bleibt damit weiterhin mit einem Zähler Rückstand auf Schweinfurt Zweiter. Gebrauchter Abend dagegen für die Spielvereinigung Hankhofen, die nicht nur ohne Punkte heimreist, sondern auch erstmal auf Führungsspieler Lärmer verzichten muss.